Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil meiner Serie Rechnen mit Ungleichungen. Den ersten Teil werde ich euch unter dem Video nochmal verlinken, falls ihr die komplette Erklärung wollt, um Meister der Bruchungleichung zu werden. Ansonsten, wenn ihr so ähnliche Ungleichungen vor euch habt, dann seid ihr Gott richtig. Wir gucken uns das jetzt mal an. Was wir bis jetzt gelernt hatten bei Ungleichungen war, wenn wir mal und geteilt mit negativer Zahl machen, muss ich das Maul umdrehen. Das Maul ist dieses Zeichen hier. So, aber wenn wir uns das jetzt angucken, wir wollen ja nach x auflösen, also würde ich jetzt mal x machen, könnte man im ersten mit den Fehler machen und sagen, ja gut, aber da ist ja gar kein negatives Vorzeichen dran. Das Problem ist aber, wenn ihr mit x multipliziert, muss man, jetzt hört ihr mir gut zu, FU machen. Und FU steht für Fallunterscheidung. Weil wir müssen uns jetzt verschiedene Dinge angucken an der Stelle. Das allererste ist natürlich, wenn wir Gleichungen mit Brüchen haben, wo unten ein x drin ist, müssen wir natürlich erstmal die Definitionsmenge beachten. Das heißt, wir dürfen ja nicht durch 0 teilen, sonst geht die Welt unter. Also müssen wir jetzt erstmal gucken, das unten im Bruch, wann ergibt das überhaupt 0? Das machen wir jetzt mal hier mit einer Nebenrechnung. Hier ist die Rechnung relativ einfach. Das ist x gleich 0. Dann ist unsere Definitionsmenge soweit schon mal die reellen Zahlen ohne die 0. Und wir benutzen jetzt dieses Ding hier, um die V-Unterscheidung zu machen. Dieser Wert ist dann jetzt nämlich wichtig. Normalerweise mache ich, wenn ich Fallunterscheidung machen muss, immer so einen Hilfszahlenstrahl. Dann macht es mir später leichter, mir alles von den Werten vorzustellen. Und dann packe ich den Wert, den wir hier oben hatten, mit auf diesen Strahl. So, und jetzt haben wir im Endeffekt alle Fälle, die ich benennen wollte. Wir geben denen jetzt mal Namen. Das hier ist der Fall, wenn wir haben, x ist kleiner als 0. Und das hier ist der Fall, wenn wir haben, x ist größer als 0. Ich schreibe ich das deswegen so hin, weil manchmal die Lehrer oder Tutoren diesen Hilfspfeil nicht machen, einfach nur die Fälle hinschreiben, dass ihr wisst, wie der zustande kommt. So, jetzt können wir uns im Endeffekt angucken, was passiert mit dem x, wenn wir jetzt hier links von der 0 sind. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch einfach einen Prüfwert einsetzen, hier zum Beispiel die minus 1, dann wäre das x negativ und jetzt heißt es, wenn wir mal x machen, dann müssen wir das Maul nämlich umdrehen. Das heißt, aus dieser Richtung wird dann diese Richtung. Das gleiche können wir jetzt auch für die andere Seite machen. Wenn euch unsicher seid, setzt wieder irgendeinen Prüfwert ein. Ich könnte zum Beispiel die plus 1 nehmen. Ihr könntet auch die 10 nehmen. Wäre auch gegangen. Ich habe jetzt mal den hier genommen. Dann ist mal x positiv und dann wird nichts umgedreht. Das heißt, wir lassen das Mäulchen einfach so. Dann haben wir das hier. Und jetzt können wir beide Seiten zu Ende rechnen. Hier geteilt durch 5. Und hier auch geteilt durch 5. So, aber was bedeuten diese Ergebnisse jetzt? Und wichtig ist jetzt, dass wir diese Ergebnisse auch interpretieren mit dem Zahlenstrahl, den wir da oben haben. Jetzt überlege ich mir immer kurz am Rande, okay, wo ist denn jetzt eigentlich diese 2 hier da oben auf dem Zahlenstrahl? Die 2 ist ungefähr hier. Und alle Lösungen, die ich haben möchte, sind größer als die 2. Das bedeutet, ein gültiger Lösungsbereich wäre, und ich tue das mal hier mit Gelb andeuten, der hier. So, warum ich das so angemalt habe, seht ihr später, weil es macht es einfacher, uns die Lösung zusammenzusetzen. Jetzt gucken wir uns hier an, was es hier verlangt. Hier muss ja das x kleiner als 2 sein. Das bedeutet von der 2 und jetzt kommt es links davon.
Aber der wichtige Sachverhalt ist, wir sind jetzt hier gerade nur in dem Fall drin, dass wir kleiner als die 0 sind. Wir müssen oben den Fall noch mitbedenken. Das heißt, der gültige Lösungsbereich jetzt, wenn wir links von der 2 gucken, das geht nicht, aber Achtung, das hier geht jetzt. Und da geht auch jetzt noch eine ganze Weile weiter bis darunter. Und der Vorteil ist, wenn wir es uns so hingeschrieben haben, jetzt können wir das Lösungsintervall nämlich angeben, indem wir es hier oben ablesen. Also, in diesem Teil würden wir sagen, von minus unendlich, achtet immer darauf, dass ihr minus unendlich ausschließt, bis, jetzt die Frage, soll ich 0 mit reinnehmen oder nicht? Aber die 0 haben wir auf jeden Fall hier schon rausgenommen. Also bis 0, also die 0 auch rausnehmen. Und jetzt hier drüben, was müssten wir hier sagen? Größer als die 2. Dann können wir schon mal sagen, 2 bis unendlich. Und jetzt die Frage, ist die 2 mit eingeschlossen? Ja oder nein? Und das können wir dadurch beantworten, indem wir gucken, ob hier ein kleiner oder ein kleiner Gleichzeichen steht. Wird hier ein Gleichzeichen stehen, müsste ich es so rum machen. Da das aber nicht da steht, müssen wir es nach außen machen. Und schlussendlich können wir es für einen Korrektor hinschreiben. Unsere Lösungen sind diese Menge und diese Menge zusammengenommen. Und wenn wir mathematisch ausdrücken wollen, dass wir zwei Mengen zusammennehmen, gibt es ein Zeichen, das uns das Leben da stark vereinfachen kann. Das ist nämlich dieses Zeichen hier, das ist das sogenannte Vereinigungszeichen. Dann schreiben wir es noch davor. L für Lösungsmenge ist gleich das hier. Gucken wir uns ein etwas komplizierteres Beispiel an. Hier wollten wir jetzt mal x minus 2 rechnen. Jetzt müssen wir uns an der Stelle schon erstmal wieder angucken, was die Definitionsmenge war. Also die Dinger unten in Brüchen. Wann ergeben die 0? Jetzt in diesem Beispiel, wenn x gleich 2 ist, also ist unser Definitionsbereich schon mal R ohne die 2. Jetzt malen wir uns wieder unseren Hilfszahlenstrahl, damit wir die Fallunterscheidung besser hinbekommen. Tragen diese 2 da oben drauf ein. Jetzt haben wir hier unsere Fälle. Hier haben wir den Fall x ist kleiner als 2. Und hier haben wir den Fall, unser x ist größer als 2. Jetzt können wir wieder gucken, was passiert innerhalb dieser Fälle. Jetzt könnten wir hier links von der 2 zum Beispiel einsetzen die 0. Wenn ihr die 0 hier einsetzt, dann ist 0 minus 2 negativ. Und das heißt, im linken Beispiel würdet ihr mit was Negativem multiplizieren. Das bedeutet, ihr müsst das Maul umdrehen. Also haben wir dann 12. Morchen in die andere Richtung. Einmal x minus 2. Hier drüben setzen wir auch wieder irgendeinen Wert ein. Nehmen wir zum Beispiel die 10. Die schwarzen sind beliebige Testwerte. 10 minus 2 ist positiv, weil es 8 ist, also würde ich mit etwas Positivem multiplizieren, also lassen wir das Zeichen so, wie es ist. Jetzt können wir anfangen, wieder die Gleichung zu verrechnen. Dann hätten wir hier 12 kleiner gleich x minus 2. Machen wir plus 2. Dann haben wir jetzt hier stehen 14. Also x größer als 14. Und hier drüben hätten wir dann
dass unser x kleiner als 14 sein muss. Jetzt können wir uns wieder mit der oberen Hilfszeichnung überlegen, ob das gültige Bereiche sind. Jetzt müssen wir uns wieder überlegen, die 14, wo ist die? Die 14 ist ungefähr hier. Und hier sind ja meine gültigen Lösungen dann, wenn x kleiner als 14 ist. Wenn x kleiner als 14 ist, sind wir links davon. Aber Achtung, wir malen es jetzt nur bis zur 2, weil nur bis zur 2 gilt der Fall, in dem wir gerade sind. Und jetzt müssen wir hier drüben gucken. Also das da drüben ist nur dann erfüllt, wenn unser x größer als 14 ist. Und jetzt seht ihr hoffentlich den Mehrwert oder die Eleganz dieses Zahlenstrahls. Weil größer als 14, ja warte mal kurz, 14 ist da drüben. Und größer als 14 wäre ja eigentlich rechts davon. Aber der Fall, in dem wir gerade sind, der ist doch links davon. Das geht ja gar nicht. Richtig, das bedeutet nämlich, dass der linke Fall euch keine Lösungen gibt. Und wenn der linke Bereich euch keine Lösung gibt, wird man hier quasi sowas schreiben wie dieses Zeichen. Das heißt dann nämlich, es ist leer oder es gibt keine Lösung. Den Bereich hier drüben von da nach da, den können wir dann wieder als Intervall angeben. Das ist dann nämlich von der 2, aber Achtung, die 2 ist ausgeschlossen, deswegen nach außen. Bis zur 14. So, und jetzt die Frage, gehört die 14 mit dazu? Ja oder nein? Und jetzt sehe ich hier, es ist ja kleiner oder gleich 14. Also ist die 14 mit eingeschlossen. Den Teil kann ich ignorieren, weil es keine gültige Lösung ist. Dann bleibt nämlich nur noch übrig dieser Teil hier als Lösung. Die wichtige Quintessenz dieses Videos ist jetzt, wenn wir irgendeine Gleichung haben und wir multiplizieren mit irgendwas, was x hat, oder wir machen geteilt mit irgendwas, was x hat, machen wir immer fu, also eine Fallunterscheidung. Hier bei diesem Beispiel müssten wir mal den unteren rechnen und das hat ein x. Also machen wir wieder genau die Fallunterscheidung und setzen das untere gleich 0, um zu gucken, wo dieser Wert ist, zumindest wenn wir aus dem Definitionsbereich rausnehmen müssen. Ich empfehle euch dann immer, diesen Zahlenstrahl zu machen. Der ist von den Dozenten nicht zwingend vorgesehen. Es vereinfacht aber uns im Kopf später die Fallunterscheidung zu machen. Und es gibt auch später, wie wir herausfinden werden, Aufgaben, wo ihr nicht nur zwei Fälle habt, sondern drei oder vier Fälle. Und dann macht es ziemlich viel übersichtlicher, wenn wir das jetzt tun. Hier ist der erste Fall, wenn x kleiner 3 ist. Der andere Fall ist, wenn x größer als 3 ist. Dann können wir uns gedanklich wieder irgendwelche Hilfswerte nehmen, die wir halt gucken, was hier im Endeffekt passiert. Hier könnten wir meinetwegen nehmen die 0, wenn sie sich anbietet, spart immer Zeit und dann meinetwegen hier, keine Ahnung, 10 oder so. 0 hier eingesetzt, dann wird das Ganze negativ. Wenn wir etwas negativ multiplizieren, müssen wir dieses Zeichen hier umdrehen. Und wenn wir hier die 10 einsetzen, haben wir was Positives, also lassen wir das Zeichen einfach so. Jetzt tun wir die ganzen Sachen ausrechnen. 8x minus 24 minus 8x. Dann haben wir minus 6x größer gleich minus 24. So, und wenn wir jetzt ein bisschen Zeit sparen wollen, hier drüben ergeben sich ja die gleichen Rechnungen, nur das Zeichen ist umgedreht. Das heißt, wenn wir das gleich sehen, können wir, um Zeit zu sparen, das hier übernehmen. Nur mit umgedrehtem Rechenzeichen. Und hier an der Stelle müssen wir jetzt geteilt durch minus 6 rechnen. Und ich habe das Beispiel deswegen gewählt, dass wir noch eine zweite wichtige Regel wiederholen können. Im Allgemeinen, wenn wir durch was Negatives teilen oder mal nehmen, muss ich ja das hier nochmal umdrehen. Das heißt, hier wird das Mäulchen zweimal gedreht.
einmal durch die Fallunterscheidung und einmal durch die Zwischenrechnung. Ist an für sich nicht so schwer, aber jetzt haben wir es einmal gesehen. Dann ist das und minus 24 durch minus 6 ist, Achtung, 4. Dann haben wir hier das gleiche nur umgedreht. Jetzt können wir wieder gucken, wo auf dem Zahlenstrahl ist eigentlich diese ominöse 4. Die 4 ist ungefähr da. Und jetzt können wir gucken, ob das gültige Lösungsbereiche sind mit dem Fall, wo wir eigentlich sind. Also hier wären die Lösungen, wenn unser x größer als 4 ist oder größer gleich 4, das ist rechts von der 4. Also hier. Das ist gültig, weil da finden wir hier einen Teil. Jetzt müssen wir drüben gucken. Das ist dann der Fall, wenn unser x kleiner als die 4 ist. Jetzt müssen wir uns fragen, wo ist das der Fall? Kleiner als die 4 ist links von der 4. Hier noch nicht, aber hier beginnt unser Fall. Das heißt, wir müssen jetzt den Teil hier uns überlegen. Jetzt können wir wieder angucken, okay, wie sehen jetzt die Teilintervalle aus? Jetzt hier geht es von minus unendlich, ausgeschlossen natürlich. Bis zur 3 gehört die 3 dazu. Achtung, nein, gehört sie nicht. Also das hier. Hier drüben ist es größer, gleich 4. Gehört die 4 mit dazu? Ja, weil hier das gleich mit dabei ist. Also das. Bis plus unendlich. Und plus unendlich können wir eh nicht einschließen. Dann machen wir hier das Vereinigungszeichen dazwischen und hier die Lösungsmenge davor. Schon sind wir mit der ganzen Sache fertig. Die Fehlerquellen sind halt tatsächlich, dass man sich immer überlegen muss, welche Randwerte sind ein- und ausgeschlossen. Die, die aus dem Definitionsbereich rausgenommen werden, werden niemals eingeschlossen sein. Und für die anderen müsst ihr gucken, ob es kleiner oder kleiner gleich ist, also sprich, ob hier noch so ein Strich drunter ist. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.